Liebste Leistungsfächler Sport, ich habe hier ein Notfallprogramm zusammengestellt. Das ist nur Notfallprogramm, das heißt ganz oberflächlich alles im absoluten Schnelldurchlauf, nochmal die ganzen Basics, wer alles verschlafen hat und sie in kürzester Zeit schnell das Ganze ins Hirn prügeln muss, für den ist das hier richtig. Ansonsten gelten die ganzen Videos zu den einzelnen TKs, da ist natürlich viel genauer erläutert und so weiter. Aber oberflächlich für diejenigen, die es lernen, ein bisschen verschlafen haben, das Ganze hier. Wir starten hier in die Trainingslehre gleich mal rein. Grundlegend heißt, die sportliche Leistungsfähigkeit ist von verschiedenen Rahmenbedingungen, von verschiedenen Faktoren abhängig. Das Ding im Geist hinklatschen können, drüber im Fließtext bauen. Also, wir haben einmal die konditionellen Fähigkeiten, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, hier Flexibilität und Ausdauer. Und die bestimmen die Leistungsfähigkeit genauso wie die Bewegungstechnik. Die hängt an den koordinativen Fähigkeiten vom Konzept her und entsprechend an den Bewegungsfertigkeiten. Was man oft vergisst, ist, die sozialen Fähigkeiten spielen eine Rolle für die Leistung. Wir müssen mit dem Trainer klarkommen. Wir müssen uns im Team integrieren. Wir haben taktische kognitive Fähigkeiten als weiterer Faktor. Das heißt beispielsweise im Handball müssen wir auf verschiedenen Spielpositionen die Spielzüge entsprechend einleiten und mitspielen können. Das müssen wir uns merken, das entscheidet im Kopf. Genauso im Kopf sind die mentalen Fähigkeiten, auch im Wettkampf entsprechend die PS auf die Bahn zu bringen. Das heißt, die psychischen Fähigkeiten sind Faktor und dann natürlich denkt man ans Beispiel bei praktisch anthropometrische Merkmale, konditionelle Faktoren, auch Härte gegen sich selber und so weiter, sitzt alles drin. Das heißt, das Ganze macht die sportliche Leistungsfähigkeit aus, das in den Fließtext überführen können. Dann sollte die Vorstellung sitzen, wir haben Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Beweglichkeit fällt hier ein Stückchen raus. Kraftausdauer, Schnellkraft, Ausdauer und Schnelligkeitsausdauer entsprechen je als Komponente von den Zwischenbereichen und die Schnellkraft als Mischform zwischen Kraft und Schnelligkeit. Das Ganze sollten dann die Definition sitzen von der Ausdauer. Zwei Komponenten, einmal die physische und psychische Widerstandsfähigkeit bei relativ lang andauernden Belastungen und zweiter Punkt, rasche Erholungsfähigkeit nach Belastung. Für die Spielsportarten sind wir bei der azyklischen Spielausdauer, das heißt Wechsel von Bewegungsphasen, hohe Intensität, niedere Intensität. Grundlage ist hier die Grundlagenausdauer, wie ich schon sagte, und wir brauchen die da dafür, um wieder schnell erholt zu werden beim Handball nach zweimal Schnellangriff entsprechend wieder zurück und unsere Abwehrleistung hochzuhalten. Wichtig ist bei den Ausdauerfähigkeiten haben wir natürlich Kurzzeitausdauer, Mittelzeitausdauer, Langzeitausdauer 1, 2, 3, 4 und die Energiebereitstellung. Achtung, klassischer Fehler, Kurzzeitausdauer ist nicht Kreatinphosphat. Wir sehen im Bereich der Ausdauer, da sind wir natürlich Anaerob-Laktazid unterwegs und entsprechend stuft sich das Ganze dann ab. Dann Kraft, Definition können, Fähigkeit des Nervmuskelsystems, Stichwort motorische Einheit kommt hier rein und dann haben wir konzentrisch, exzentrisch, statisch in der Form durch Muskeltätigkeit Widerstände zu überwinden, entgegenzuwirken und zu halten. Reaktivkraft, hier ist nachgeben, überwinden, das heißt nachgeben in so einem klassischen Lauf oder Absprung, erst nachgeben, dann in der konzentrischen Phase wieder überwinden. Dann haben wir die verschiedenen Formen hinklatschen können, Maximalkraft, Schnellkraft, Rast, Ausdauer, Maximalkraft ist einfach. Größtmögliche Kraft, die willkürlich gegen einen Widerstand ausgeübt werden kann. Hierbei wichtig die relative Kraft in vielen Sportarten mit Gewichtsklassen oder im Klettern beispielsweise die Maximalkraft durchs Körpergewicht entsprechend als Einheit, die ist da entscheidend. Die Schnellkraft wird schwieriger. Wir brauchen verfügbar stehende Zeit und eine hohe Geschwindigkeit in der Definition. Das heißt Fähigkeit, den eigenen Körper oder wenn man Ball oder Speer denkt, das Gerät in der Verfügung stehenden Zeit auf eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu bringen. Kraftausdauer ist dieselbe Definition wie bei der Ausdauer, jetzt nur mit lang andauernden Kraft einsetzen. Energiebereitstellung habt ihr hier. Die Reaktivkraft ist die Kraftfähigkeit im Dehnungsverkürzungszyklus, den wir gerade hatten. Das heißt, im ganzen Lauf dehnen, verkürzen entsprechend, hängt eng an der Explosivkraft. Dann müsst ihr kennen, das Sarkomer, also innerhalb der Muskelfaser, die letzte kontraktile Großeinheit hier. Wichtig, sieht kompliziert aus, so schlimm ist es nicht. Hinklatschen können Aktin, Myosin, Titin und Z-Scheibe. Myosin ist das Zeug in der Mitte. Aktin hängt an den Z-Scheiben. Titin hat einen Weltrekord hier drin, elastizitätsmäßig. Und wichtig ist, dass wenn wir Hypertrophie haben, dann entstehen hier mehr kontraktile Elemente. Das heißt, das Größenwachstum der Muskulatur sitzt hier. Genauso wächst der Muskel durch mehr Glykogen, das eingesetzt wird nach Krafttraining. Wir haben noch eine zweite Anpassung, ja, die intramuskuläre Koordination kann sich verbessern durch Krafttraining. Dazu später mehr.
Dann entsprechend die Muskelfasertypen unterscheiden. Wir haben die langsamen ST-Fasern, dann FTO und FTG, die ganz großen zum Schluss. Die haben niedere Erregungsschwelle, die ST, und die Erregungsschwelle steigt entsprechend. Die einen sind halt langsam, aber dafür unermüdlich, und entsprechend umgekehrt die anderen. Wichtig ist, angesteuert von der letzten nervösen Einheit, die motorische Einheit praktisch, und die bestimmt, welche Muskelfasern der Typ entsprechend hat. Eine motorische Einheit entsprechend durch ihre Aktivierungsfrequenz bestimmt die Muskelfasern. Das heißt, wenn die aktiv wird, werden ihre Muskelfasern innerhalb dieser Muskulatur aktiv. Was kommt im Abi dran? Genetisch vorgeprägt ist es, vielleicht müsst ihr zu dem Abbildung hier, das ihr habt, was sagen. Das heißt, genetische Vorprägung der Muskelfaserverteilung, entweder Olympiasieger hat unheimlich, also auf 100 Meter hat unheimlich viele FTG-Fasern, und entsprechend umgekehrte Verteilung sicherlich beim Tour de France-Sieger entsprechend. Und so ein bisschen was dazu sagen. Innerhalb der Muskulatur eines Menschen ist es auch so, dass je mehr ich im Rumpf bin, desto mehr ST-Fasern dominieren, je mehr in die Peripherie geht, desto mehr FT-Fasern haben wir. Dann die Arbeitsweise der Muskulatur, brauche ich nicht viel sagen, konzentrisch, exzentrisch und statisch, entsprechend das Ganze im Wechselfeld zwischen äußeren und inneren Kraftkörpern. Dann intramuskuläre Koordination, jetzt wird es kurz kompliziert. Intramuskuläre Koordination heißt die Koordination, die Feinabstimmung innerhalb einer eines Muskels, im Gegensatz zur intermuskulären Koordination, das Zusammenspiel über verschiedene Muskeln hinweg, das ist beispielsweise die Bewegungstechnik. Gerne im Abitur bringen, Frequenzierung, Rekrutierung. Frequenzierung heißt, über Frequenzgänge werden die verschiedenen Muskeln eingeschaltet, und Rekrutierung heißt der Einsatz der verschiedenen Muskelfasern innerhalb eines Muskels, das heißt über die motorischen Einheiten gesteuert. Beides verbessert sich, es wird geschmeidiger und es wird synchroner durch Krafttraining, und entsprechend erzeugt man deutlich mehr Kraft, oder als Anpassungsprozess haben dann ein höheres Kraftpotenzial. Wichtig dabei, es entstehen nicht mehr kontraktile Elemente, das heißt, der Muskel gewinnt an Kraft, ohne dass er an Querschnitt gewinnt. Wechselbeziehungen in der Kraft, die können Kraftausdauer, Maximalkraft und Schnellkraft. Maximalkraftausdauer habt ihr wahrscheinlich nie gehört, aber im Prinzip gibt es es einfach aus der Plausibilitätsüberlegung raus. Schnellkraftausdauer natürlich zwischen Kraftausdauer und Schnelligkeit, Explosivkrafthammer und Startkrafthammer. Dann koordinative Fähigkeiten. Ich habe jetzt erst festgestellt, irgendwie neu, dass der Dorfgrupp passt. K soll mal die koordinative Fähigkeiten sein. F fehlt mir da jetzt, aber einfach das Können. Die Gleichgewichtsfähigkeit, Differenzierungsorientierungs-, Rhythmisierung, Reaktions- und Kopplungs- und Umstellungsfähigkeit. Und im Prinzip ist es hier so, dass es verschiedene Konzepte gibt. Das heißt, im Abitur könnte es gut sein, dass man sich nicht rantraut an diese Klassiker hier, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Einordnungen. Das heißt, ich tippe, wenn eine Frage kommt, müsst ihr zu einem praktischen Beispiel zwei oder drei koordinative Fähigkeiten nennen, definieren und erläutern, welche Rolle die entsprechend spielt. Ich habe es auch hier in der nächsten Folie kurz fürs Handball runtergerattert. Könnt ihr Pause-Taste drücken und euch anschauen. Dann Training als Hämostasestörung, zentraler Begriff der Schwellenwert. Wir haben ein Gleichgewicht zwischen Belastungsanforderungen und Leistungsniveau. Wird die Belastungsanforderungen überschreiten einen Schwellenwert, dann gibt es eine Hämostasestörung, die Stasisstörung des Gleichgewichts, und entsprechend nach einer Weile hebt sich das potenzielle Leistungsniveau dann entsprechend an. Hier ist Platz für die ganzen Trainingsprinzipien. Es geht natürlich, die Belastungsanforderungen hängen an dem Schwellenwert und hängen natürlich, was tue ich. Das heißt, das Prinzip der richtigen Belastungszusammensetzung ist eh das Grundlegende eigentlich sämtlichen Trainings. Und dort sitzt das Belastungsgefüge, das ihr möglicherweise bringen müsst. Ich habe es später bei den Methoden dabei. Wir haben einmal auch das Prinzip des Training wirksamen Reizes. Sagt ja schon, der Schwellenwert muss überschritten werden. Das heißt, täglich zwei Liegestützen werden möglicherweise euch überhaupt nichts bringen. Ihr solltet dann auch weiterhin mit steigendem Leistungsniveau die Klimmzugzahl entsprechend erhöhen und so weiter. Prinzip der progressiven Belastung sitzt hier. Und wie diese Anpassungsleistung verläuft, das sagt das Modell der Superkompensation voraus. Und das muss sitzen. Und zwar Schwierigkeiten sind hier an diesen kleinen Details. Die Kurve ist natürlich total billig, aber dass ihr genau einteilen könnt. Y-Achse Leistungsniveau, X-Achse Zeit. Ich habe einmal die übergeordneten Sachen. Belastung, Reiz führt zu einer Ermüdung, Erholung in der Wiederherstellungsphase, dann Anpassung positiv, da ist die Superkompensation übers entsprechende Ausgangsniveau hinaus, und dann sinkt das Ganze wieder ab, wenn wir nichts tun, negativ. Wichtig hier dann im Nachzukommen immer die Pausenzeiten zu diskutieren, Ausdauer bis zu 36 Stunden, Kraft und Schnelligkeit 72 Stunden. Frage weiter im Abitur, was kann ich da machen? Exogene Faktoren, regenerative Maßnahmen, Auslaufen, Eistonne, Ernährung, Schlaf und so weiter.
Dann habe ich auch hier nochmal die Parameter für die Belastungsgefüge. Wird nicht explizit abgefragt, aber wer nochmal nachschauen will, was das genau ist, kann jetzt gucken. Dann Hämostase Störung. Wichtig hier, absolut gesehen in 100% Anfänger, Vergleich zwischen Profi und Novize. Der Untrainierte hat im Verhältnis zu seiner absoluten Leistung gesehen auch eine niedere trainingswirksame Reizschwelle. Dies schlägt sich dann entsprechend in den Belastungsgefügen nieder. Jetzt hier kurz zu den Methoden, wo wir reingehen. Also, Methoden, klassischer Fehler, ich schreibe nur Dauermethode. Zweiter klassischer Fehler, ich schreibe nur kontinuierliche Dauermethode. Wenn die Frage ist, was ist das, muss kommen, extensiv oder intensiv? Extensive, kontinuierliche Dauermethode. Drei Sachen. Extensiv heißt bei der Dauermethode, es ist die, die am längsten geht, es ist die, die im Gesundheitssport die zentrale Geschichte ist, heißt Intensität an der aeroben Schwelle 60 bis 80% der Bestzeit. Wir können sie sehr lange durchführen, bis zu 120 Minuten. Sind wir intensiv dabei, wird die Belastungszeit kürzer, bis zu einer Stunde. Wir sind im anaeroben Übergangsbereich zwischen 2 und 4 Millimol. Wirkung natürlich, der Gesundheitseffekt, Herz-Kreislauf-Funktion verbessert sich. Und dann sieht das hier, aerobe Energiegewinnung eher aus Fetten bei extensiv, intensiv aus Kohlenhydraten. Genauso in der Intervallmethoden hier ganz klassisch unvollständige Erholung. Das ist das Wichtige am Fairness, im Vergleich zur Wiederholungsmethode. Unvollständige Erholung hier. Extensiv heißt, wir sind schon über der anaeroben Schwelle. Intensiv genauso über der anaeroben Schwelle. Dann die Erholung, natürlich nur ein Drittel Erholung, weil wir bei extensiv nicht ganz so tief fallen müssen, weil wir jetzt so ganz so hoch sind. Intensiv zwei Drittel Erholung. Wirkung ist natürlich die VO2 Max. Da wird hier voll zugeballert. Entsprechend und seht ihr hier, da sind wir bei den Intervallmethoden, Belastungsgefüge zusammensetzen können, steht hier entsprechend. Dann vollständige Erholung in der Wiederholungsmethode. Zentraler Begriff, es hängt dann nur noch von der Belastungszeit ab. Das heißt, wenn ich Schnelligkeit trainiere, ist es die Wiederholungsmethode die Nummer 1. Unheimlich lange Pausen, wenn ich mich länger belaste. Ihr seht hier, bis 15 Sekunden habe ich vergrößernde Kreatinphosphatspeicher. Wenn so eine Frage kommt, müssen halt entsprechend die Zeiten zuordnen und Wiederholungsmethode reinsetzen. Dann jetzt Klassiker ist, ihr kriegt eine Herzfrequenzkurve, eine Laktatkurve, ihr müsst sagen, was macht der Typ da, welche Methode. Schaut euch die Herzfrequenz an, vor allem welchen Bereich habe ich hier. Schaut euch die Laktatkurve, 2 Millimol, 4 Millimol, einfach reinzeichnen. Unten schauen die Zeit, Pausen und Belastung. Was ist das hier? Also wir schauen uns den Range an, bis 160, da ist noch ein bisschen Luft, 220 minus Lebensalter ist der Maximalpuls. Die Pausenzeiten können wir so ein bisschen abschätzen, sind im Minutenbereich. 4 Millimol schön überschritten, aber nicht groß überschritten. Also extensive Intervallmethode ist klar, entsprechend genauso. Hier Range anschauen, ist es überhaupt eine Pause, was passiert da? Hier sind wir natürlich kontinuierlich Dauermethode, wir sind über 4 Millimol, also intensiv. Hier weiter, hier haben wir Pausen entsprechend rein, hier haben wir Belastung, boah, 200 und drüber, das ist knackig ohne Ende. Intensive Intervallmethode. Dann hier, was passiert da im Übergangsbereich? Klar, intensive kontinuierliche Dauermethode. Und jetzt wird es fies. Tempowechselmethode. Ich glaube nicht, dass sie kommt, aber könnte natürlich sein. Begründung habt ihr hier nochmal. Also, ich habe es euch hier nochmal zusammengefasst, entsprechend als Hints klatschen zu können, was passiert da. Hier ist eine kleine Abi-Aufgabe. Jetzt Gesundheitssport, Fitnesssport, Leistungssport. Zielbereiche des Sports, das Ding können, macht euch 40% der Aufgabe. Heißt Gesundheitssport, runterradern können. Das Ziel ist, die Gesundheit erhalten natürlich über gemäßigte Entwicklung aller konditionellen Fähigkeiten. Belastungsintensität muss sich an den Mindestanforderungen, ich muss den Schwellenwert überschreiten, orientieren. Fitnesssport, auch wieder Fitness erhalten und aufbauen, ist klar. Ausgeprägte Entwicklung aller konditionellen Fähigkeiten und entsprechend mittlere bis sehr hohe. Also wenn ich Vollgas gebe, muss ich im Fitnesssport auch sehr hohe Intensität. Leistungssport ist das Ziel natürlich die Höchstleistung. Heißt, Achtung, jetzt maximale Entwicklung, aber spezifischer. Ich schaffe jetzt nicht mehr alle Disziplinen, spezifischer, konditioneller Fertigkeiten und Fähigkeiten, muss man ja schon sagen, und Belastungsintensität sehr hoch. Das hinklatschen können.
Belastungsgefüge, ich habe es vorhin schon erwähnt, kommt dann hier rein. Ihr müsst dann unterscheiden, bin ich Gesundheit, Fitness oder Anfänger, welche Ziele hat der. Und hier seht ihr das einfach, Intensität 60, 40 bis 60, dann 60 bis 80 die Fitness. Wichtig ist hier, also das klatsche einfach schnell hin, wichtig ist, es kann der Krafttrainingszirkel kommen. Wenn ihr einen zusammenstellen müsst für die Sporthalle beispielsweise, um Ausdauer oder Fitness zu entwickeln, wir sind im Bereich der Kraftausdauer hier im Zirkeltraining, schaut euch das Belastungsgefüge kurz an. Wir haben ein paar Stationen. Hier wichtig der Wechsel zwischen obere Extremitäten, untere Extremitäten, dass ich so ein Splitting mache entsprechend. Im Prinzip, das kennt ihr wahrscheinlich schon, das könnt ihr da mit reinbringen entsprechend und da macht ihr da 6 Stationen, die müsst ihr irgendwie zusammenstellen. Pausenzeiten 2 bis 4 für jeden. Wenn man das im Partnerwechsel macht entsprechend, könnt ihr die Belastungszeiten dann zusammensetzen. Dann Gesundheitssport. Bam, runterrattern können, extensive kontinuierliche Dauermethode für die Ausdauer und Muskelaufbautraining, allgemeines Kraftausdauertraining ist da gut, da ist auch das Zirkeltraining dabei. 60 bis 70% der Maximalleistung entsprechend hier rein. Keine IK-Methode ist wichtig. Dann, oh, wir haben jetzt gerade HIIT-Training übersprungen, ich schaue das uns einfach nach, sorry. Das HIIT-Training habt ihr einen Kraftbereich und Ausdauerbereich in der Mischform, kurz, knackig, den Puls entsprechend hochreichen. Das ist neu im Abitur, dass ihr dann Belastungsgefüge zusammenstellen könnt. Training der Schnelligkeit. Jetzt hier wichtig: Reaktionsschnelligkeit, einfache Reaktion, Ausfallreaktion unterscheiden. Einfache Reaktion auf Startsignal, Ausfallreaktion auf den Reiz hin, muss ich etwas machen, kreativ sein. Belastungsgefüge wird da nochmal jetzt gefragt, was ein bisschen sinnloser ist. Hier Beschleunigungsfähigkeit, da kommt es drauf an, welchen Widerstand habe ich. Ist der gering, haben wir eigentlich zyklisch gesehen die Frequenzschnelligkeit, die ich trainiere, zum also sich Steigungsläufe fliegen durch Zeitschrank rennen. Azyklisch ist die Bewegungsschnelligkeit und wenn der Widerstand groß ist, wenn man Kugelstoßen und so weiter denkt, dann kommen die Kraftfähigkeiten rein. Das heißt, wenn ich es trainiere, muss ich ein normales Maximalkrafttraining entsprechend machen. Und so ordnet sich das Ganze, da müsst ihr halt dann kreativ sein, ein bisschen Zugläufe und so weiter. Training der Aktionsschnelligkeit, jetzt Achtung, Wiederholungsmethode, nichts anderes. Wiederholungsmethode, wahnsinnslange Pausen, 10 bis 15 Minuten Pausen, natürlich Intensität 100%. Ihr habt hier, müsst alles geben, soll nicht zentral ermüdet sein. Trainingsmittel hier, Technikvarianten, Steigungsläufe, Skipping, Sprung, Wurfübungen und so weiter. Dann Training der Schnelligkeitsausdauer. Das ist der einzige Bereich der Schnelligkeit, wo neben der Wiederholungsmethode die intensive Intervallmethode ihren Sinn hat, entsprechendes Stehvermögen, die Sprintschnelligkeit entsprechend hochzuhalten durch Training. Dann Arten der Beweglichkeit, einfach lernen, aktiv, passiv, statisch, dynamisch, das Ganze entsprechend in Kombination. Eine Frage angekommen, wo habt ihr die größte Bewegungsamplitude bei Beweglichkeit? Ja, das ist natürlich dann passiv, dynamisch. Überlegt euch was, ich habe hier Standwaage, Außerbewegung und so weiter. Wenn Belastungsgefüge kommt bei der Dehnmethode, seht ihr das oben rechts, das runterradern können. Dann Energiebereitstellung. Vorstellung ist, ihr habt einen riesen, einen ganz kleinen Tank mit einer wahnsinnsgroßen Öffnung. Das ist die anaerobe, also Alaktazide-Energiebereitstellung, Kreatinphosphat-Resynthese. Das heißt, die reicht nur für 7 Sekunden. Ich drehe auf, es kommt wahnsinnig viel Energie raus. Das heißt, wahnsinnig viel ATP-Lines kommen weg, weil das instabil ist. Das heißt, innerhalb der Muskulatur habt ihr ATP, das reicht für 3, 4 Kontraktionen, dann ist vorbei. ATP-Resynthese läuft, das schnappt sich den Phosphatrest, doppelt den wieder oben auf ADP drauf und dann habt ihr wieder ATP-Lines, die reichen so für beim Sprint, was weiß ich, 50 bis 60 Meter. Dann habt ihr als nächstes kommt, wenn ihr jetzt Volllast durchlauft, der nächste Tank, das ist die anaerobe Laktazide-Geschichte, die Glykolyse. Das heißt, hierbei immer noch großer Tank, aber die Öffnung ein bisschen kleiner. Ihr müsst sozusagen Geschwindigkeit oder Leistung reduzieren. Den kleinen Ablauf können, ist ja keine chemische Formel. Glucose wird abgebaut zu Laktat, ATP entsteht wieder. Wenn er dann maximal weiterläuft, so nach einigen Minuten, übernimmt dann langsam dominierend die aerobe Glykolyse, das heißt, unter Sauerstoff werden die Kohlenhydrate verbrannt, dadurch CO2 geschnappt, CO2 geschnappt und es wird CO2 entsprechend als Abfallprodukt wasserfrei und ATP. Und wenn er eine Dreiviertelstunde lang die ganze Zeit rennt, dabei nichts futtert, dann dominiert irgendwann mal die Fettsäuren. Riesentank mit einer ganz Mini-Öffnung. Ihr müsst immer weiter eure Leistung entsprechend reduzieren. Das ist die Vorstellung, das Ding muss sitzen. Dann die Vorstellung ist ganz geschickt hier. Ich sage, dass es sitzen muss, aber kann natürlich kommen. Die
maximale Sauerstoffaufnahme ist ein Bruttokriterium für die aerobe Ausdauerfähigkeit. Heißt Bruttokriterium nur, wenn ich eine große maximale Sauerstoffaufnahme habe, dann habe ich generell eine Wahnsinnsleistungsfähigkeit, aber ich muss die PS dann auf die Strecke bringen. Das heißt, die mentalen Fähigkeiten entscheiden dann noch ein bisschen mit. Wichtig ist Atmung, Herz, Muskel, arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, heißt Zufluss zur Muskulatur. Was geht an Sauerstoff rein? Was kommt raus? Diese Differenz ist dann entscheidend. Ist die möglichst groß? Ist sie möglichst gut? Ihr habt verschiedene Anpassungsprozesse an Ausdauertraining. Das Blutvolumen nimmt zu, dadurch natürlich die Hämoglobinmenge, dadurch natürlich die absolute Menge der sauerstofftransportierenden Teilchen und genauso ein bisschen die Pufferqualität nimmt zu. Dann habt ihr eine Steigerung der Kapillarisierung, der Blutzuflüsse, ihr habt Myoglobingehalt erhöht sich, das heißt, innerhalb der Muskelzelle entsteht mehr sauerstofftransportierende Teilchen. Die Mitochondrien, die Kraftwerker der Zelle für die aerobe Glykolyse und für die aerobe Fettverbrennung, heißt vergrößern sich, passiert mehr Verbesserung des Enzymbesatzes, die Enzymscheren funktionieren, sind mehr davon da, bessere Sauerstoffausnutzung. Als Effekt habt ihr eine Erhöhung des Herzminutenvolumens, des maximalen Herzminutenvolumens. Vor allem durch Vergrößerung des Schlagvolumens entsteht sogenanntes Sportherz. Das heißt, bei gleicher Belastung kann das Herz sich, dadurch, dass es ein größeres Volumen hat, ein größeres Schlagvolumen, erlauben, langsamer zu schlagen. Das merkt ihr vor allem dann im Ruhepuls. Wenn man im Bett liegt, morgens aufsteht und dann den Puls misst, wer ein großes Schlagvolumen hat, sagt das Nervensystem, oh, das können wir uns sparen, fahren runter und dann habt ihr weniger pro Minute an Pumpleistung und das hat natürlich einen riesen Gesundheitseffekt, weil das Herz natürlich nur in der Schlaffunksphase durchblutet wird und das heißt, wenn die Durchblutung läuft, das super schön, je niedriger das schlägt bei gleicher Leistungsfähigkeit und dann schützt es einfach vor Herzinfarkt. Das sind ja so Schluss da beispielsweise durch Arteriosklerose der Durchblutung und dann hängt das natürlich bedeutet Lebensgefahr. Dann habt ihr ja, oder das ganze Ding, dann habt ihr noch dieses die relative VO2 Max, das sage ich, das wichtigste Kriterium pro Kilogramm Körpergewicht. Der Weltrekord so um die 90 rum bei den Herren, 75 bei den Frauen, so als Orientierung. Pro Minute sagt man da, was ihr da an Maximalleistungen raushaut. Ich habe so hier nochmal in der Zelle, was passiert da, Vergrößerung, 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 bei den Intensitäten könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Dann Laktatschwellen, Laktatleistungsstufentest, das heißt, eine bestimmte Zeit lang muss ich eine bestimmte Leistung machen auf dem Laufband oder Fahrradergometer. Wir haben ja gesehen in der Laktatkinetik, da entsteht Laktat irgendwo und das wird aus der Muskulatur rausgeschafft, kommt ins Blut und wird dann in Herz, Leber und unbeanspruchter oder aerobeanspruchter Muskulatur entsprechend verstoffwechselt. Und wenn das im Blut ist, kann ich das abgreifen. Und deswegen muss man die Leistungsstufen eine Weile laufen lassen, dass das Blut auch diffundiert. Und dann nehme ich es im Ohrläppchen entsprechend ab und bestimme einfach per Millimol, wie viel Laktat ist denn da. Und die Besonderheit war, dass Hollmann und Marder das Tausende von Sportlern durchgemessen haben und einfach festgestellt haben, das Laktat steigt ein Stückchen im Blut immer weiter an. Ganz gemütlich. Das bedeutet, die Laktatentstehung vergrößert sich, aber auch das Puffersystem und die Elimination, das heißt, die Störung des Laktats fährt dann ein bisschen hoch, es wird mehr verstoffwechselt. Aber ab etwa 4 Millimol ist sozusagen bei ganz vielen Menschen das maximale dynamische, das maximale Gleichgewicht zwischen Laktatentstehung und Laktatzerstörung erreicht. Dieser Steady State bricht und ab 4 Millimol fängt es an, unverhältnismäßig stark anzusteigen. Und da spricht man von dieser rein anaeroben Energiebereitstellung ab 4 Millimol Blutlaktat. Und diese Grenze ist dann für ein Training relativ wichtig. Möchte ich meine Laktatkinetik, also das heißt Puffersystem oder wie ich Laktazidarbeit verbessern, muss ich da ein Stückchen drauf oder drüber gehen an dieser Schwelle. Und entsprechend an der aeroben Schwelle sagt man, da ist alles gemütlich, da überdominiert aerob. Da kann ich da entsprechend so trainieren. Ich habe es euch zugeordnet bei den Trainingsmethoden. Wichtig ist hier, man nimmt immer noch den Puls gleich mit dazu und dann kann man so abschätzen, an welcher Pulsfrequenz bin ich denn, mit welchem Laktatwert und so kann ich dann entsprechend mein Training steuern und Ausdauertraining führt generell zu einer Rechtsverschiebung der Laktatkurve. Ich habe euch die Verschiebung einfach mal hier hingepinkt, je nach Methoden. Bin ich an der Schwelle, schiebt sie in den mittleren Bereich raus, nach oben entsprechend für 400 Meter Läufe im Training, wenn ich aerob trainiere, ist es unten möglichst länger flach. Dann wichtig die Borg-Skala zur Trainingssteuerung. Das heißt, ich steuere das einfach. Mein subjektives Anstrengungsempfinden ist dann relevant. Und das ist natürlich für die Schule oder den Gesundheitssport wichtig, dass es könnt maximal 220 minus Lebensalter als Puls, als Orientierung für die Herzfrequenz. Dann die Biomechanik.
Also, wir radeln durch. Wichtig ist zentraler, dezentraler Kraftstoß. Das eine, zentraler Kraftstoß führt zu einer reinen Translation. Alle Punkte der betrachtenden Körpers bewegen sich auf deckungsgleichen Bahnen. Trifft man nicht den Schwerpunkt des Objekts oder den Körperschwerpunkt des Körpers, dann entsteht eine Rotation und alle Körper drehen um eine gemeinsam, das ist noch wichtig, Achse. Im Sport kommt es meistens zu einer Überlagerung, das schreibt es auch so hin, Überlagerung von Translation und Rotation. Können müsste dann der Körperschwerpunkt, ist ein hypothetisches Konstrukt, den so ein bisschen da bestimmen können, ist aber banal. Da greift natürlich die Gewichtskraft an. Das ist die Vorstellung der kompletten Massepunkte des Körpers in einem Punkt konzentriert und dort als Angriff zu spielen der Gewichtskraft. Das wird alles relevant für Absprungbewegungen. Das heißt, treffe ich genau den Körperschwerpunkt, geht es halt translatorisch, entweder nach vorne, hinten, oben oder ich führe eine Rotation vorwärts aus oder Rotation rückwärts und das schaffe ich in verschiedenen Positionen. Ich habe es euch hier hingepinnt. Oh, da ist es für Rutschdrehung vorwärts, muss ein 1 runter, sorry. Dann, wichtig ist, Annäherung an die Drehachse verringern das Trägheitsmoment, das bedeutet, und das kostet Energie. Das heißt, das System ist nicht geschlossen. Ihr müsst Muskelkraft reinbringen und so funktioniert es, wenn ihr am Reck entsprechende Zeit praktisch verringert, die Gewichtskraft möglichst lang machen. Gewichtskraft beschleunigt das Ganze. Wenn es hoch geht, möglichst den Körperschwerpunkt an die Drehachse bringen, habt ihr geringeres Trägheitsmoment, kommt ein Stückchen höher. Das ist das Geheimnis des Riesen. Dann Kraftkurven, klassisch, Achtung. So ein Drop-Jump, wichtig können Bremskraftstoß, Beschleunigungskraftstoß. Je größer die Fläche über Fg der Kraftkurve, nicht das komplette über Fg, desto größer der Kraftstoß, desto höher springt man in der Regel, desto höher die Flugzeit. Die Flugzeit könnt ihr natürlich da abmessen, wann der den Boden verlässt, dann zwischen Landung und so weiter, dazu später mehr. Also, das Bildchen, das euch wahnsinnig hilft, meiner Ansicht nach, ist, stellt euch vor, ihr habt eine verschiedene Figur, Kopf, Rumpf, Hüfte, dann Oberschenkel, Unterschenkel, dazwischen so ein elastisches Element und dann drückt es das Element zusammen oder nach oben und so könnt ihr ein bisschen was aussagen über die Kraftkurve. Das heißt, wenn ich nach unten gehe, dann fällt mein Unterkörper weg, diese Elemente werden länger, ich werde ein bisschen leichter auf der Waage. Das darf man natürlich so nicht hinschreiben und dann fällt oben das Rest vom Körper nach und dann schlägt es die zusammen, dann wird es ein bisschen schwerer auf der Waage und zum Schluss habe ich wieder meine Gewichtskraft Fg. Mit dieser Vorstellung kann man diese Kraftkurven dann einzeichnen, entsprechend als erstes bin ich leichter, in diesem Bum, 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 Bum im Landen dann größer und schwerer als Fg und dann bin ich wieder gleich bei Fg. Beim Aufstehen ist Umgekehrte. Entsprechend hier. Die zwei müssen sitzen, Flächen sollten gleich sein. Das ist hier wichtig. Also, wenn jetzt was ist mit dem Jump, empfehle ich euch, überall wo in der Luft ist, macht gleich die Nulllinie rein, überall wo in Ruhe steht, FG, FG und dazwischen bastelt ihr eure Kurve zusammen. Die wäre dann hier so und dann landet er und dann knallt es noch ein bisschen hoch und wippt nach. Wichtig sind grob die Verhältnisse, das heißt, die Flächen müssen etwa gleich sein, dann bei Krempfstoß und so weiter, dass ihr es zusammen habt. Jetzt hier, Prinzip der Anfangskraft, kommt dann vielleicht, also wenn Kraftkurven kommen, kommt es auf jeden Fall rein. Ihr habt doch eine Bewegung, die entgegengesetzt gerichtet ist. Habt ihr einen Kraftgewinn über A1, ist die Ausholbewegung sozusagen. A2 kommt zum Beschleunigungskraftstoß hinzu. Dadurch springt er entsprechend höher, dass ihr das Gesetz entsprechend könnt. Dann habe ich euch eine Argumentation. Prinzip des optimalen Beschleunigungswegs ist nah dran. Meistens kann man beides dann entsprechend nehmen, dass es entsprechend sitzt. Ich habe hier einen Stempel für euch als Argumentationsstempel. Könnt ihr durchlesen, lernt es auswendig, klatscht es hin. Hauptaktion, Schlagwurf, das Go-and-Stop-Prinzip. Achtung, heißt jetzt Prinzip der zeitlichen Koordination von Teilimpulsen. Die eingesetzten Körperteile, drehbaren Glieder des Arms, bewegen sich mal so. Das war jetzt für den Wurf. Dass zum Wurfobjekt hin ein sukzessives Beschleunigen, Abbremsen stattfindet. Eine Impulsübertragung, um das geht's entsprechend, dass ihr die drei Gesetze einfach könnt, auswendig hinklatschen und schreibt sie euch hin und dann könnt ihr entsprechend argumentieren für die Aufgabe. Jetzt. Dahinter steckt natürlich die Impulsübertragung. Wenn ich abrupt abstoppe, dann überträgt sich der Impuls auf den Rest des Körpers. Das heißt, Arme zack, abstoppen und der Typ hebt zum Beispiel ab. Das ist das Prinzip dahinter.
Dann die Phaseneinteilung, total langweilig, aber müsst ihr können, wird natürlich billig. Vorbereitungsphase, Hauptphase, Endphase. Was sind die Funktionen, hinklatschen können? Optimale Voraussetzung für die Bewältigung der Hauptphase, Lösung der eigentlichen Bewegungsaufgabe in der Hauptphase und dann natürlich eine Endphase, irgendwie, wo ich muss wieder landen nach dem Sprungwurf oder nächsten Wurf entsprechend reinmachen. Natürlich, wenn es zyklisch ist, dann habe ich eine Verschmelzung der Vorbereitungs- und Endphase. Ist eh klar, Beispiel dazu knallen. Dann wird es ein bisschen schwieriger, Funktionsanalyse, aktionsorientierte Funktionsanalyse. Das heißt, die Bewegung wird in einzelne Aktionen zerlegt und die ordne ich Funktionen zu. Das heißt, ich frage mich, wozu mache ich denn das Ganze? Und der Vorteil ist, hier lässt sich sogar eine Methodik daraus entwickeln. Das andere ist rein beschreibend und da kommen wir schon ein Stückchen weiter und können natürlich auch Bewegungsspielräume und Bewegungsfehler entsprechend rauslesen. Das Ganze sieht sich folgendermaßen: Ich habe eine Hauptfunktion, das Lösen der eigentlichen Bewegungsaufgaben, und vorgeschaltet sind verschiedene vorbereitende Hilfsfunktionsphasen. Beispiel beim Kugelstoßen, die reine Stoßbewegung. Vorgeschaltet ist dann entsprechend das Aufdrehen, vielleicht der Hüfte, Oberschenkel, dann entsprechend vielleicht das Angleiten und so weiter. So ordne ich das und dann darf man natürlich nicht raustreten. Das heißt, aussteuernde Hilfsfunktionsphasen sind auch dabei, dass ich da nicht aus diesem Wurfkreis entsprechend raushagel und so weiter, solche Dinge zu tun. Es ist ein bisschen komplizierter zum Schnellmachen. Ich denke, schaut euch das Video in Ruhe an, aber grundsätzlich drei Schritt: Aktionsskizze, Verlaufsbeschreibung und welche Funktion hat die Bewegungshandlung? Das heißt, was wird gemacht, wie wird es gemacht und welche Funktion steckt dahinter? Ich habe es euch hier einfach mal für den Sprung, Verlauf, Aktionsskizze. Und ich habe euch hier jetzt mal Pausetaste drücken, alle Vokabeln. Wenn ihr die Vokabeln einfach runterrattert, dann sieht es schon mal gut aus. Dann könnt ihr besser argumentieren, konkret was dazu sagen. Und dann sieht es schon mal fürs Abitur viel, viel besser aus. Hier sind die Vokabeln für die Biomechanik. Verlaufsbeschreibung, die Aktionsmodalität sind immer Umzusätze. Ich habe euch hier einfach nur ein Beispiel jetzt hier, Verlaufsbeschreibung, seht ihr hier, Aktionsmodalität, um Höhe zu bekommen und Dreh entsprechend einzuleiten, das so ein bisschen hinzupinnen. Ist natürlich extrem verkürzt. Jetzt das andere Gedöns. Einfach schnell Doping, EPO hinklatschen, Steigerung der relativen maximalen Sauerstoffaufnahme im Kraftsport, Anabolika, das heißt Anabol, androgene Steroide führen zu Kraftsteigerung, seht ihr hier. Das ist das Thema Doping, hinklatschen. Dann immer, wenn das kommt, werden die euch die Nebenwirkungen fragen, das heißt aus pädagogischen Gründen. Nebenwirkungen beim EPO, Blutverklumpung, Embolien, also Verschlüsse entsprechend und Verdickung des Blutes. Man kann es auch nicht noch richtig nachweisen, das heißt, man misst den Hämatokrit, die Fließeigenschaften des Blutes. Und wenn die Fließeigenschaften des Blutes einen bestimmten Wert überschreiten, der Hämatokrit über 48 oder 50 geht, entsprechend dann der Sportler raus aus dem Wettkampfgeschehen. Und Anabolika ist klar, ich habe da hier. Leberschaden, Atherosklerose, Brüste entstehen, Vermännlichung und so weiter, das runterrattern können. Und dann habt ihr noch so zur Gewichtsabnahme praktisch komischerweise noch ein paar Sachen dabei. Habt ihr hier, es steht tatsächlich dieses Medikament drauf. Was nicht dabei steht, das ist phototoxisch, da kriegt ihr einen Wahnsinn Sonnenbrand, wenn ihr das nehmt. Wird natürlich nur wichtig, wenn ihr Gewichtsklassen habt, die Boxer im Gewicht runter müssen, dann starke Gewichtsausnahme auf. Ab Gewichtsabnahme durch extreme Harnausscheidung. Und natürlich ist es alles andere als gesund. Herzrhythmusstörung, Kollaps, hinschreiben, hinklatschen. Dann gesellschaftliche Geschichte von Doping. Ihr habt, was ihr sitzen müsst, die biografische Falle. Ihr macht Sport, weil es Spaß macht. Ihr habt erste Erfolge. Der Selbstwert definiert sich unheimlich über den Sport. Es ist ein System, Sieg und Niederlage. Der zweite Schritt ist natürlich, ich entscheide mich, alles im Sport zu geben. Und dann sehe ich, oh, das reicht mir einfach nicht. Jetzt sind alle so gut. Und dann sage ich, ich möchte einfach meine investierte Energie wieder zurückkriegen. Also dope ich. Das so ein bisschen Entgegenwirkung ist, es gibt Eliteschulen des Sports, dass man nebenher noch andere Bereiche macht, andere Alternativ-Existenzen aufbauen kann und so weiter. Also Job, Sport, nur noch Sport, nur noch Sport, dann wird es gefährlich, wenn es dann hinten raus nicht funktioniert. Dann Doping als Vorteil, Doping als Nachteilsvermeidung entsprechend kommen. Ich kann besser sein als die anderen oder wenn ich sage, die anderen machen es doch genauso, dann muss ich es auch machen. Argumentation kommt hier über Spieltheorie, einfach wenn die anderen dopen, schaut es euch an und die anderen dopen nicht.
Wenn ich dann dope, bin ich gleich oder habe einen Vorteil. Und wenn die anderen alle dopen, habe ich nur Nachteile. Das heißt, um gleich zu ziehen, als Nachteilsauslauf muss ich dann dopen. Es wird auch immer dann entsprechend so vorgeführt. Hier habe ich euch noch kurz klassische Abitursfragen. Es geht um Chancengleichheit, Fairness, Natürlichkeit, was dazu sagen können. Rums, zack, durch. Dann jetzt das magische Dreieck hinklatschen können: Sport, Medien, Wirtschaft. Und natürlich, was ist der Nutzen für die Medien? Größere Reichweite über Sport, Marketing, Profilierung. Denkt an den Browserhersteller oder sowas. Redaktionelle Anschlussfähigkeit, wenn man die Zeitung aufschlägt, VfB, Extraseite, egal was los ist, auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nur das Zeug, eine Verblödung der Medien, Entschuldigung, der Kunden, der Zeitungsleser. Aber so ist es dann halt einfach. Redaktionelle Anschlussfähigkeit, die Zeitung wird dann gekauft, da kommt irgendwie ein Geschwätz über den VfB, obwohl der überhaupt nicht gespielt hat oder spielt. Nur als Beispiel, die Sport und Gesellschaft als Thema. Dann Nutzen für den Sport natürlich aus, sonst wird man es nicht machen. Finanzierung der Veranstalter, Finanzierung der einzelnen Akteure und Popularisierung, wenn ich da komme, denkt an die Leichtathletik-WM München, wenn ich da alles dabei habe, Riesenevent, Mords viel Zuschauer, Sponsoren ziehen da mit, bleibt dann Geld da, jeder erinnert sich an die einzelnen Wettkämpfe. Dann Sport und Wirtschaft ist natürlich schwierig. Alle drei versuchen natürlich ihres rauszuziehen. Und woran erkennt das? Regeländerungen, kürzere Höschen bei der Volleyballerin, wenn es anschaut. Tennis, die Tischtennisbälle werden schlagartig größer und so weiter. Das heißt, ja, keine eigene Meinung dazu, müsst ihr halt ein bisschen was schreiben dazu. Dann, wo ist das Problem? Hinklatschen. Starke TV-Ausrichtung, hohe Zugangsbarrieren, starke Showorientierung, Banalisierung, starke Verrohung der Kontakte. Wenn einer nicht mehr gewinnt, zack, raus damit und weg. Zu meiner Zeit ist der Sponsor, hat immer, auch wenn es weniger lief, an einem gehalten. Heute geht es zack, 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 ist mal einfach weg. Sport verliert auch als Kulturgut, Autonomieverlust des Sports. Man kann gar nicht mehr bestimmen, was man eigentlich selber machen will. Die Wirtschaft sitzt überall drin, ist jetzt als Stammtischgeschwätz dahin geknallt, aber das lässt sich im Abitur dann diskutieren. Dann Sportverein, konstitutionelle Können eines Vereins, freiwillige Mitgliedschaft, Orientierung, Interessen der Mitglieder, Unabhängigkeit von Dritten, hier kommt es rein, ehrenamtliche Mitarbeit, demokratische Entscheidungsstruktur. Und hier seht ihr schon, im Fußball wird es total schwer, das zu erfüllen. Unterschied, es könnte ein Vergleich sein zwischen Verein und Fitnessstudio, was ist gut, was ist schlecht, was ist der Unterschied generell, habt ihr hier. Ist natürlich der Verein billiger, aber ehrenamtliches Geschehen und so weiter. Und die haben auch nicht 24 Stunden offen, wie viel ist. Jetzt, Sportverein ist schwierig, wenn ich Profis habe, also Kapitalgesellschaften, Ausgliederung der Profimannschaften im Fußball, börsennotierte Fußballclubs, das Ganze ein bisschen dazu was sagen können. Vielleicht kommt die 50 plus 1 Regel, 50% muss der Mutterverein an Stimmanteilen besitzen, sonst geht es nicht. Ich kann nicht sagen, als Firma, was weiß ich kaufe mir jetzt so einen ganzen Club, da zu 100% geht in Deutschland nicht. Die Sportpsychologie, Motivation können, aktivierende Ausrichtung im momentanen Lebenssituation auf einen positiv bewerteten Zielzustand. In der Sportpsychologie, Motivation, der Begriff muss sitzen, der kommt. Wichtig ist hier, Motiv wird erst in der Situation wirksam. Das heißt, Motiv braucht die Situation. Motiv sind spezifische überdauernde Bewertungsvorlieben einer Person. Und wenn die Situation passt und mein Motiv, dann entsteht erst als die Motivation, der als Prozess die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs und dann entsteht Verhalten. Motiv hier als Karteikarte, situationsüberdauernd und zeitlich überdauernd, können, lernen, raushauen. Dann habt ihr einmal intrinsisch und extrinsisch völlig banal die Tätigkeit selbst als Anreiz und Ergebnis als Anreiz. Es kann natürlich wechseln, spiele ich Fußball, weil es mir so wahnsinnig Spaß macht, bin ich später Profi, kriege Geld dafür, dann wechselt es, gibt so einen Kompierungseffekt, dazu entsprechend was sagen können. Dann Flow erleben. Wenn es kommt, wird es nur oberflächlich sein. Die Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen ist das wichtigste Merkmal. Ich denke, wenn wird das gefragt. Vorleben heißt reflexionsfreier Zustand. Das gänzliche Aufgehen in der Bewegung und Sport spielt da einfach eine Rolle, weil es im Sport tatsächlich am leichtesten geht, diesen Zustand zu erreichen. Kann natürlich in anderen Tätigkeiten genauso vorkommen, auch im Beruf. Dann Leistungsmotivation im Sport. Achtung, spezielle Form von Motivation, die Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab. Das klingt sehr oldschool, das ist ein Tüchtigkeit- oder Schwierigkeitsmaßstab. Das heißt, ich habe in der Leichtathletik dann Tabellen und Noten. Ich habe auch subjektbezogene Maßstäbe. Ich habe mich selber verbessert. Wenn ich den Kugelstoß trainiere, plötzlich komme ich da ein Stückchen weiter. Oder ich habe als Gütemaßstab sozial bezogen. Mensch, der Kevin Pöhlmann nebendran. Ich bin jetzt endlich besser, super geil.
Das sind die verschiedenen Maßstäbe, die sind da drauf. Und ich möchte, also es gilt, ich möchte mich auseinandersetzen genau mit so einem Gütemaßstab. Und da spielt ein bisschen dieses Bewertungsmodell eine Rolle, das nach Gabler, wenn das gefragt wird, hinklatschen. Situation habe ich eine Wechselwirkung zwischen den Motiven, dann nimmt der Geist, das ist ein Oldschool-Modell, das passt auch nicht richtig so, aber vorweg die Handlungsfolge, wie wird es sein, wenn ich Erfolg habe, wenn ich da vom 3-Meter-Brett runterspringe und es klappt, emotional auseinandersetzen würde und sagen, oh, vielleicht mache ich Bauchklatscher, das wird stressig, aber wenn ich das schaffe, wird super, alle jubeln und so weiter, dann entsteht das Verhalten, ich laufe hoch, springe da runter, dann klappt es oder klappt nicht, dann bewerte ich das Ergebnis, mir tut alles weh, der Bauch ist total rot oder super, alle sind begeistert von mir, emotionale Reaktion und die bestimmt natürlich wieder die nächste Situation. Das bedeutet, bin ich hier, klatsche ich auf dem, mache einen Bauchklatscher, werde ich es vielleicht nächstes Mal nicht mehr machen, oder ich halt durch und entsprechend ich lande schön ins Wasser und dann ist es wieder toll und werde es nächstes Mal machen. Hierbei kommt jetzt die Attribution. In diesem Bewertungsprozess kann ich natürlich sagen, ich habe verschiedene Möglichkeiten, das zu bewerten. Wenn ich jetzt einen Bauchklatscher mache, kann ich sagen, das Brett war nass, bin ausgerutscht, reines Pech. Wenn ich jetzt einen Bauchklatscher mache, kann ich natürlich auch sagen, ich bin halt einfach zu blöd zum Springen, war einfach schlecht. Wenn ich jetzt das Ganze gelingen kann, ich sage, ach, das war Zufall, dass ich genau nach dem Salto im Spiegel wieder reinkomme. Oder kann sagen, hey, ich bin einfach gut. Ich kann sagen, ich habe mich angestrengt, ich habe unheimlich viele Saltos geübt, natürlich klappt es dann. Oder ich kann sagen, das Ganze liegt entsprechend an der Aufgabenschwierigkeit. Ein Salto ist für mich als Turner dann einfach nicht besonders schwierig. Ihr habt hier Beispiele dazu und die Attribution nach, hier steht sie, WEINER. Wenn das gefragt ist, das hinklatschen. Also, wichtig ist, natürlich ist euer Selbstwert innerhalb einer Motivkategorie und innerhalb von einer Situationskategorie natürlich extrem entscheidend, wie bewerte ich es denn? Wenn ich Erfolg habe und sage, ich bin einfach gut, meine Fähigkeit oder ich habe mich angestrengt, dann sagt man, hat man Hoffnung auf Erfolg, dann nimmt man Leistungssituationen gerne an. Wenn ein Misserfolg passiert und ich sage, das war Anstrengung und Zufall, dass das jetzt schief ging oder ich habe halt nichts gemacht und dann bin ich durch die Mathearbeit natürlich da durchgerasselt, dann behalte ich ja trotzdem meinen Leistungsanspruch, weil das trifft ja nicht im Kern meine Fähigkeiten so richtig oder ich sage, am nächsten Mal streng ich mich an, dann bin ich gut. Das heißt, bei Hoffnung auf Erfolg wähle ich mir diese mittlere Aufgabenschwierigkeit. Jede Aufgabe hat ja eine Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn sie ganz leicht ist und Schwierigkeitsgrad in diesem Kreuz. Das heißt, Erfolgswahrscheinlichkeit 100% und wenn sie total schwer ist, geht sie so entsprechend runter und entsprechend die Aufgabenschwierigkeit von ganz leicht, ich muss es glaube andersrum machen, nach ganz oben seht ihr hier im Bildchen und da wähle ich in der Regel in der Mitte, Jungs, so ein bisschen 10% mehr. Der mittlere Schwierigkeitsgrad motiviert leistungsmotivierte Menschen am meisten. Dann haben wir das Ganze läuft kacke, wenn es Misserfolg auf die eigene Fähigkeit gesetzt wird. Wenn ich einfach sage, ich bin zu schlecht, ich kann einfach nicht Mathe, egal was ich mache. Oder dann suche ich mir eigentlich diese ganz leichten Aufgaben. Das denkt man, macht man am Anfang, weil ich möchte ja möglichst wenig Rückmeldung. Wenn ich den mittleren Schwierigkeitsgrad setze, ist es schlecht. Das heißt, vom 3-Meter-Brett mache ich einfach einen Strecksprung. Aber was auch passiert und echt gefährlich ist, ich versuche dann Dinge, die überhaupt nicht klappen können, weil dann die Selbstwertung natürlich sagt, das hätte ja eh nie funktioniert. Ich versuche vom 3-Meter-Brett Dreifachsalto. Klappt natürlich nicht, aber jeder wird sagen, ja, der hat natürlich keine Chance. Das heißt, diese Selbstwertung fällt dann ein Stückchen weg. Das nennt man Furcht vor Misserfolg. Das sollte er können. Und dieses Selbstwertungsmodell zusammengefasst sieht folgendermaßen aus, gemischt von Atkinson und von Miner. Hier Motivausprägung, erfolgszuversichtlich habe ich, wenn ich die Zielsetzung Erfolg auf Anstrengung, eigene Tüchtigkeit setze, Misserfolg auf mangelnde Anstrengung, Pech und die Selbstbewertung ist insgesamt dann positiv. Umgekehrter Fall, genau umgekehrt entsprechend und das stabilisiert sich und ist natürlich blöd im Rahmen der Leistungsmotivation. Hier Klassifizierung, wo könnt ihr es einordnen? Nach Gabler im Abitur einfach hinklatschen können. Oben ich bezogen oder im sozialen Kontext, bezogen auf Sporttreiben selbst, bezogen auf das Ergebnis, Sporttreiben, Sport als Mittel zum Zweck. Sporttreiben selbst ist natürlich intrinsisch, ich gehe auf in meiner Bewegung, das ist super. Ich bezogen. Ich bezogen auf das Ergebnis, sagt, ich möchte so fit werden wie Kevin Pöllmann, deswegen trainiere ich hier als Selbstbestätigung.
Und dass andere sagen, Mensch, sieht so toll aus, oder ich endlich Kraft habe oder Klimmzüge machen kann oder Muscle-Ups und so weiter. Bezogen auf Sport, drei Mittel zum Zweck, sage ich, mache jetzt Sport, um einfach gesund zu werden, seelisch gesund zu werden, tut es mir gut. Im sozialen Kontext entsprechend sind wir extrinsisch auch wieder unterwegs. Das sagst, ich möchte einfach Geselligkeit, ob ich jetzt Volleyball spiele, Badminton, ist mir völlig egal. Das heißt, im sozialen Kontext Sport treiben als Mittel zum Zweck, um Leute kennenzulernen. Sport treiben auf das Ergebnis heißt eigentlich, ich bin einfach gerne in einem Team, ich mache gern was. Ich trainiere gern mit Trainer und so weiter oder auch Sportler selbst im sozialen Kontext einfach bum 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 einordnen können. Ihr kriegt was, bestimmte Aussagen von Sportler, vielleicht müsst ihr entsprechend reinsetzen. Dann Sportverletzungen. Achtung, es gibt akute Sportverletzungen, Überlastungsschäden. Akute Sportverletzung, Zerriss, Knochenbruchverengung, Verstauchung, Prellung. Könnt ihr ja nehmen. Ihr kriegt wahrscheinlich irgendein Beispiel, müsst dann halt sagen, ja, der hat einen Knochen, weiche Gefahren. Akute Sportverletzungen könnten da passieren bei Sportverletzungen. Dann Knochenbruch beispielsweise. Das im Schienbeinknochen durch einen zu starken Aufprall. Und dann kommt die Frage, was kann man dagegen machen? Natürlich materielle Unterstützung, Matten entsprechend reinlegen, propriorezeptives Training und so weiter, dass ihr dazu was sagen könnt. Risikofaktoren haben wir hier, die intrinsischen Faktoren runterschnappen können, muskuläre Disbalancen, körperliche Konstitution, ich habe zu wenig Muskulatur, Wirrness to hurt, das heißt, ich gebe alles, ist mir egal, mir tut das Bein weh und ich trainiere trotzdem muss im Abitur der Sprung entsprechend machen und haue die ganze Zeit drüber und es tut eigentlich schon weh und dann passieren natürlich Verletzungen, auch Überlastungssymptome. Genauso hier die intrinsischen Faktoren, lässt einfach durch. Wirksam ist halt natürlich Aufwärmen, unspezifisch und spezifisch. Das wird auch manchmal missachtet, dass ihr dazu was sagen könnt. Im Schulsport entsprechend Sicherheitshinweise gelten, Regeländerungen entsprechend gelten. Ich habe es hier, Helm, Schutzkleidung ist gefordert oder aggressive Eltern haben Fußballplatz, werden rausgeschmissen und so weiter. Oder ihr setzt einen Notengeber. Ich habe es euch hier entsprechend mit vielen Mattenbergen im Objekt, dass da nichts passieren kann, aber ihr eure Fertigkeiten abrufen könnt. Überlastungsschäden hier ist immer mikrotraumatisierend durch wiederholte Krafteinwirkung irgendwo. Und das ist, gilt so ein bisschen rauszulesen. Bei den Sportverletzungen Überlastungsschäden sagt ihr meistens falsche Bewegungsausführung, falsche Schuhwerte, hat jeder wahrscheinlich schon mitgemacht, Schienbeinkantensymptome. Oder jetzt vor allem in der Fachpraxisvorbereitung Patellaspitzensyndrom kennen die meisten wahrscheinlich auch. Schaut, Ermüdungsprobe ist natürlich dramatisch. Trotz Schmerzen oder Schmerzmittel wird einfach weiter belastet, dann können Ermüdungsbrüche passieren. Ihr habt hier Erholungsgeschichten, die kommen natürlich im Rahmen der Überlastungssymptome auch wieder rein. Vielleicht wandert es dann wieder von der Superkompensation zu Überlastungsschäden, dass ihr das dabei habt. Dann global Übertraining. Übertraining kann passieren, im Leistungssport passiert es sehr oft. Ich muss die ganze Zeit trainieren, habe da auch ein Gefühl, wenn ich nicht trainiere, passt nicht. Jetzt habe ich Schnupfen, wie ich gerade und so weiter, bin irgendwie leicht krank und dann trainiere ich entsprechend trotzdem. Und dann ist man schnell im Übertraining. Symptome müsst ihr irgendwie festmachen, die habt ihr hier. Haut sie einfach runter. Wichtig ist, Sportsucht ist eine substanzungebundene Sucht. Das heißt, ihr habt, wenn ihr keinen Sport machen könnt, habt ihr alle Entzugserscheinungen. Ich fühle mich schlecht, ich bin motzig, ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich wieder Sport mache. Dann Appetitlosigkeit haben wir damit dabei. Die Körperwahn kommt mal, also darf man jetzt so sagen, ist natürlich eine ganz dramatische Erkrankung, aber Sport ist einfach so ein Zugang oft zu diesem Bereich, vor allem bei Männern dann. Muskuläres Ungleichgewicht im Fitnesssport habt ihr einfach die ganzen Sachen, dass ihr es einordnen könnt. Geschwalle-Joker habe ich euch hier, lest euch rum. Wenn ihr den auswendig lernt, es kommt irgendwas zu Fitness in Abi-Aufgaben in diesem Bereich, muskuläre Disbalancen, lernen, zack, hinklatschen, bumm, Punkte abräumen. Das war's. Jetzt wichtig, das war hier das Notfall-Kurzprogramm. Da fehlt natürlich unheimlich viel. Es fehlt das ganze Zeug, was ihr in der TK seht. Es fehlt komplett das Grundverständnis. Es fehlt der logische Faden. Ich habe es hier nur runtergerottert. Und so sollte Bildung natürlich nie sein und Wissensaneignung auch nie. Das heißt, dieses Notfallkurzprogramm ist nur, um nochmal schnell einen Stand zu bekommen, vielleicht kurz vorm Abi oder entsprechend, wer zu viel auf der Party war, entsprechend sich das reinziehen musste. Also, ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Manche sehe ich von euch ja nochmal bei der Fachpraxis entsprechend. Also, macht's gut, haut rein, bis dann, ciao.